Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, ich bin startklar und heute geht es um was ganz Wichtiges beim Kochen. Die Leute haben Hunger, wie eigentlich jeden Tag. Und ich habe mir gedacht, was haben die Leute früher gegessen, die sogenannten Hirten? Aufregender Job im Vergleich zu uns, was wir den ganzen Tag machen, sehr fraglich, aber okay. Also nehmen wir die Hirten her heute und da gibt es einen sogenannten Hirtenspieß und das zeige ich euch. Und diesmal filme ich ein bisschen anders, dass weniger von mir zu sehen ist, weil ich bin eh uninteressant. Wichtiger sind eigentlich die Zutaten und wie es geschnitten wird und das werde ich euch heute zeigen. Ich hoffe, es gelingt euch. Als kleine Draufgabe mache ich heute Folgendes. Ich versuche Social Media jeden ein Begriff, aber ein bisschen gestöbert und gefunden. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Pinterest. Naja, viele Rezepte, die kann er nachkochen kann. Ich versuche es einmal und dann gebe ich. Da wäre super, wenn ihr mir Feedback gebt und ich gebe euch Feedback, wie es mir gegangen ist bei dem ganzen Schmäh. Und jetzt viel Spaß, bis gleich. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen einen Speck, einen sogenannten Halloumi, ist ein griechischer Grillkäse. Wir brauchen natürlich Spießerl, Paprika, ich gebe immer Zucchini dazu, ein wunderschönes Putenfleisch. Und als Draufgabe könnte man jetzt noch dazwischen, also das wird ja dann aufgespießt, das zeige ich euch dann, aber in der Regel kann man noch dazu geben, ein Kukuruz an Mais, so dünn geschnitten, das wäre sehr toll. Ja. Dann gehen wir es eigentlich schon an, dann sollen wir das ganz grob, wir brauchen da gar nicht um ein Dummkünsteln, weil die Hirten haben das auch nicht gemacht, wenn ein Schaf nicht gefolgt hat, war es gleich am Rost da. Also wir schneiden das sehr grobflächig. Ich nehme immer zwei Paprika, damit ich das schön verteilen kann am Spieß. Man kann eine Zwiebel dazwischen geben. Mir selber schmeckt das jetzt nicht so super, aber kann man, muss man aber nicht. Dasselbe mache ich mit den Zucchini. Die werden ganz schlampert in Streifen geschnitten. Also man merkt schon, ja, ich schneide das jetzt live mit und für die ganze Zubereitung gebe ich mir selber gute, naja, ich will nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben, aber ich gebe mir gute 6 Minuten. Beim Grillkäse ein kleiner Tipp von mir, einen guten Zentimeter schneiden, weil sonst zerfällt er. Und das wäre blöd, weil der schmilzt nicht wie ein normaler Käse. Der wird sehr, sehr quietschig. Ich sage auch Quietschekäse dazu. Aber der ist geschmacklich so gut, den kann man normal im Sommer auch auf den Griller legen. So, also ihr habt es gesehen, ich schneide das ganz grob und das kommt dann im Prinzip drauf. Speck lassen wir so wie es ist, den brauchen wir nur einrollen und dann drauf geben. Und jetzt geht es eigentlich schon, und wir sind eigentlich erst bei 3-4 Minuten, Sekunde, sind wieder da. Wir sind schon beim Fleisch. Und beim Fleisch da mal genauso nicht um einen Dummzuckerl, sondern wir nehmen dieses wunderbare Fleisch, gewaschen natürlich, und bitte eines nicht vergessen, Hände waschen, gell? Auch grob, wir brauchen da nicht lang um einen Dummtun. Im Prinzip, die Gulaschköche unter uns wissen es, nicht anders macht man es. Und genau so schneiden wir das auch, weil es soll ja, wir haben ja einen Hunger. Und wir, also Hirten sind wir jetzt keine, aber einen Hunger haben wir. Und somit tun wir das ganz grob, guten 1,5 cm, tun wir das schneiden, also ein kleines Stickel dabei, das ist wurscht. So, jetzt sind wir gleich fertig. Und wir sind nicht einmal dabei, gute 5 oder 6 Minuten, ne? Und wir sind eigentlich mit der Vorbereitung schon fertig. Interessanter wird es dann bei meinem Rezept werden, bei meiner Beilage, die ich dann mache. Habe ich mal rausgestohlen vom Pinterest, das wird ganz lustig werden. Da gibt es solche Kartoffeln, werden da genommen und auch auf einen Spieß gegeben. Wir haben das eigentlich vorgenommen, ich probiere das heute aus, habe ich noch nicht gemacht, aber und ich werde das Ganze dann verfeinern und ein bisschen einlassen, mit einem Parmesan. Ich probiere gern aus und genauso werden wir es machen. Also, bis gleich. Jetzt meine Freunde des Videos. Das ist er, der sogenannte Spieß. Und jetzt sind wir schlampert. Jetzt machen wir das rein nach Geschmack. Ich zum Beispiel nehme diese Reihenfolge. Also man sieht, das ist schon eine sehr gute Geschichte. Voilà. Drauf noch ein Fleisch. Und jetzt kommt der Halloumi. Wir wiederholen das Ganze. Jetzt gehen wir noch einmal zurück. Speck kann man drauf geben im Prinzip, so viel man möchte. Ich roll das immer ein, gebe das drauf. Und
mischt es dann, dass es ein bisschen dunkel wird. Jetzt habe ich vergessen, man könnte noch einen roten Paprika auch dazu geben, dann ist das Ganze ein bunter Hirtenspieß, weil wenn der Hirte das Schaf schlachtet, wird es auch relativ bunt. Gut, einfärbig, aber wurscht. So, da gehen wir jetzt den Speck drauf. Und das Ganze wiederholt man, bis eigentlich nichts mehr da ist von der ganzen Geschichte. So schaut er dann aus, im Endeffekt. Also eigentlich schön. Ablegen. Ja, und wir starten mit dem nächsten. Also ihr seht, das ist kein großes Trara, ist ein wunderbares Essen. Geht extrem schnell. Und im Sommer natürlich Weltklasse, weil wer hat Zeit bei 42 Grad großartig Essen herrichten? Eh keiner. Und man kann einen Schweinsnudelnbraten auch draufgeben. Ich bin nicht so der Freund von Schweinsnudelnbraten, aber im Prinzip kann man alles draufgeben. Ich habe schon mal Garnelen draufgegeben. Ja, dann wird es ein sogenannter Garnelenspieß. Aber heute machen wir es einmal mit einem guten Fleisch und die Nachspeise, auf die freue ich mich jetzt wieder. Also die Nachspeise, eigentlich ist es ja eine. Man macht normalerweise immer Pommes frites, aber ich kann dieses ganze Pommes frites Zeug eigentlich nicht mehr sehen. So den Paprika vergessen, weil so viel rät. So, dann machen wir gleich noch zwei drauf und Abschluss. Wunderbar, der zweite ist fertig. Also ihr seht nicht einmal einen. Ja. In meinem Fall sind es jetzt dann 9 bis 10 Spieße geworden. Jetzt wird es ganz lustig, jetzt nehmen wir nämlich das. Ganz ein perverses Brathuhngewürz und auf geht's. Also drauf, wir tun da gar nicht sparen oder einfach drauf, das geht nur um die Würze. In Wirklichkeit ist es ja so, dass der Eigensaft das Ganze macht. Ich lasse es dann meistens stehen, ich würde es mit einer Frischhaltefolie zumachen, weil der Deckel geht meistens nicht zu. So machen wir das, wir nehmen eine Frischhaltefolie, gut kennt jeder, aber da erkläre ich jetzt nichts Neues. Wir lassen das so, jetzt wird der eine oder andere sagen, na gut, jetzt sind die unteren, aber nicht, jetzt sind die unteren Spieße aber nicht gewürzt mit dem Brathuhngewürz, das ist richtig, da habt ihr schlau zugeschaut, aber ist ja kein Problem, weil, ich zeige euch jetzt gleich etwas, das bisschen Öl, was ich vorher drauf gegeben habe, hat sich jetzt mit dem Fleisch vermengt und damit es eine gute Konsistenz hat, drehe ich das Ganze dann einfach um und der Saft, so, das passt, das tun wir zu. So, könnte man schon verkaufen. Und jetzt mache ich folgendes, ich drehe es einmal um, jetzt rinnt das Ganze wieder runter und das Ganze mache ich 2 bis 3 Mal und dann so. Jetzt da kommen wir zu der Pinterest-Geschichte. Jetzt passt auf. Ich probiere das jetzt wirklich einmal aus, ich habe das noch nie probiert. Wir schälen eine Kartoffel. So, ich mache das jetzt nicht mit alle drei, aber ich würde das jetzt unbedingt einmal probieren. Der bei Pinterest nimmt dann einen Spieß und den baut den da auf. Na gut, das ist ja schon schwer. Muss ich mir was überlegen. So, das geht auf die Seiten. Na, pass auf jetzt. Der nimmt dann ein Messer und dreht sogenannte Spiralen. Ja, super. Ich glaube, der hat mal Geschichte erzählt. Ja, so einfach wie das ausschaut, ist es nämlich nicht. So, dann werde ich aber probieren. Na gut, dann ist das einer. Was ich da falsch mache. Oder hier sind, sondern sollte das aneinander gehen. Ja, puh. Gut, ich probiere es noch einmal und zeige es euch. Gut, ich habe das jetzt sozusagen versucht zu machen. Wie kann ich nur sagen, soll man ehrlich sein? Naja, mein Kanal, sind wir immer ehrlich. Es lebe Pinterest, aber den Schmäh glaube ich nicht einmal in 5 Minuten, dass der das so gemacht hat. Und ja, so schaut es dann im Endeffekt aus. Nur man wird dann leicht nervös. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es einfach geschnitten und einfach nur in dünne, so wie Rohscheiben oder schneiden, das genügt eigentlich und dann verteilen. Aber so wie man es im Pinterest sieht mit diesen Spiralen schneiden, dann brauche ich für einen Kartoffel ca. 20 Minuten und mein Kanal heißt ja Schnelle Küche und nicht Pinterest Küche, wo ich für ein Rezept 3 Tage brauche. Und daher das ist manchmal dicker geworden, manchmal kann ich jetzt wieder auf und dann kann ich wieder aufspießen. Also das ist diese Variante ist nicht, schaut gut aus, kann man super auf einem Pinterest Kochkanal hochstellen. Ob das wirklich so leicht geht, bezweifle ich, das ist gescheiter, man macht Scheiben und
bis dann diese Scheiben einfach auf und die Geschichte ist erledigt. Soll ja einfach nur ein kleines Musterstück sein, aber im Endeffekt bin jetzt kein Freund von dem, also Pinterest schaut es anders aus, aber ja, was soll es, Spaß soll es machen und schmecken soll es, ne? Hier ist nämlich anders, ich schneide nämlich gleich alles in die Scheiben, so, und jetzt spieße es einfach auf, nehme das einfach zusammen, schmecken, ratz, ratz, verlassen, hier aufrufen, wischen, und dann werden wir schauen, wie das geworden ist. Ja, wenn das nicht funktioniert, kann er nicht passieren. Ne? So, da bin ich wieder, meine Freunde. Jetzt habe ich diese Kartoffeln optisch eigentlich gut hingekriegt. Jetzt nehme ich einen Parmesan, meine Freunde. Ich habe das ein bisschen mit Öl eingestrichen und natürlich gescheitere ich gerade rein und tue das einfach in den Streuseln. So, das glaube ich wird lecker werden. Kann man weniger oder mehr nehmen. Wie gesagt, wenn Parmesan schmeckt so wie mir, der kann ruhig mehr nehmen. Was soll schief gehen? Da nehmen wir ordentlich. So da. Als kleine Zusatzinfo für euch, die Kartoffeln brauchen im Ofen bei 200 Grad stolze 25 Minuten. Also die Zubereitung dessen Essen ist relativ rasch. Das Kochen und so, nicht Hände waschen, nicht vergessen, bitte, gell? Die Superstars der Köche zeigen uns immer, wie toll sie nämlich kochen können. Das Einzige, was man nicht sieht, ist, wie sie die Hände waschen. Ja, so viel zu Jamie Oliver und Co. Gut, Leute, das war's. Das gehen wir in den Kühlschrank. Da passiert eigentlich nichts. Einpacken in Alufolie und dann ab in den Ofen. Da bin ich wieder. Wie es ausschaut, wie es dann fertig ausschaut, meine ich. Das muss dann jeder für sich selber wissen. Ich zeige euch dann nur, ich werde das Video jetzt einmal hochladen und ein zweites noch, wie es dann ausschaut, wenn es am Teller ist, weil es ist jetzt bei mir 8.41 Uhr und ich bin jetzt schon fertig mit dem Kochen und zu Mittag wird erst gegessen, das heißt wir haben eine Zeitverschiebung von ungefähr 4 Stunden, deswegen schieße ich dann gleich ein Video nach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt werden wir Achtung gönnen. Baba!